Willkommen zurück. Wir sind dabei, uns Mindmapping-artig einen strukturellen Überblick zu verschaffen über das Gebiet Recht und Steuern beim Wirtschaftsfachwirt. Ich nummeriere alle Mindmaps einfach durch. Wir haben gesehen, das sind die Hauptgebiete hier. Das bürgerliche Gesetzbuch mit den ersten drei Büchern, das Arbeitsrecht, das Handelsrecht, das Gesellschaftsrecht, das Wettbewerbsrecht. Und da das Fach heißt Recht und Steuern, haben wir hier auch noch die Steuern. Allerdings steht im Rahmenstoffplan mehrfach das Wort Grund. Es geht also um Grundstrukturen. Wir haben uns bereits unterhalten über die Systematisierung der Steuern, verschiedene Systematisierungsarten betrachtet. Und hier geht es nun um die Einkommensteuer. Wir sind also im Fach, wir sind beim Wirtschaftsfachwirt, im Fach Recht und Steuern, bei Steuern und reden jetzt über die Einkommensteuer in diesem Video. So, dementsprechend haben wir hier Teil 3 und wir schauen auf die Einkommensteuer. Die Einkommenssteuer, EKST, gehört entsprechend der Systematisierung, die wir bereits kennengelernt haben, zu den Besitzsteuern und ist im Rahmen der Besitzsteuern eine sogenannte Personalsteuer. Wir erinnern uns, es gibt im Rahmen der Besitzsteuern die Personalsteuer und die Realsteuern. Was ist der Unterschied? Die Personalsteuern berücksichtigen die persönlichen Verhältnisse des Steuerträgers, während das die Realsteuern nicht tun. Einkommensteuer berücksichtigt die persönlichen Verhältnisse des Steuerträgers, verheiratet oder nicht zum Beispiel. Während Realsteuer, zum Beispiel Grundsteuer, sich nicht darum kümmert, wer die Steuer bezahlen muss, sondern das allein knüpft an die Tatsache, dass eine Immobilie da ist. Außerdem ist natürlich die Einkommensteuer eine direkte Steuer. So. Man stößt dann sehr schnell, wenn man sich mit der Einkommensteuer beschäftigt, auf die sieben Einkunftsarten. Man kann auch sieben Einkommensarten sagen. Wir sprechen hier von sieben Einkunftsarten. Und das ist eine wesentliche Struktur, die wir uns jetzt anschauen. Also die sieben Einkunftsarten, die mit Einkommensteuer belegt werden. Ja, diese sieben Arten von Einkünften sind einkommensteuerpflichtig. Da ist interessant die Frage, was ist denn nicht einkommensteuerpflichtig? Zum Beispiel der Lottogewinn. Ja, der ist nicht einkommensteuerpflichtig. Wir werden sehen, dass er hier bei den Einkunftsarten nicht vorkommt. Ja, und wenn man Gewinne erzielt aus Kryptos zum Beispiel oder aus Aktien, außerhalb der Spekulationsfrist wichtig, dann ist das auch nicht einkommensteuerpflichtig. Also es ist schwer, Ausnahmen zu finden. Diese sieben Einkunftsarten sind durchnummeriert, nicht ohne Grund. Ich schreibe immer Punkt, Punkt, Punkt. Dieses Punkt, Punkt, Punkt steht für Einkünfte aus. Ich schreibe nur das Wesentliche, das im zweiten Teil des Satzes steckt. Also Einkünfte aus Land, Gedankenstrich, und Forstwirtschaft. Das ist die erste Einkunftsart. Die zweite sind Einkünfte aus Gewerbe. Dritte Einkunftsart, Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit. Und die vierte Einkunftsart sind Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit. Jetzt mache ich eine Pause. Warum? Weil jetzt die Art des Einkommens sich ändert. Die ersten vier Einkommensarten oder Einkunftsarten sind sogenannte aktive Einkunftsarten. Also aktive Einkunftsarten sind die Einkunftsarten 1
1 bis 4. Was heißt das? In der Regel heißt das, dass man im Prinzip Zeit gegen Geld tauscht und selber agieren muss. Ein bisschen etwas aus dem Rahmen fällt die Einkunftsart aus Gewerbe. Wenn man sein Gewerbe sehr gut organisiert hat, dann kann es sein, dass man hier ein bisschen aus dem Hamsterrad aussteigen kann. Aber im Prinzip gilt für alle hier der Tausch Zeit gegen Geld und dass man selber seine Lebenszeit investiert. Ja, selbstständige Tätigkeit, der alte Spruch ist ja bekannt, ne? Selbst und ständig. Das heißt selbstständig und man ist ständig mit irgendwas beschäftigt. Ne? Man muss vor allem Kunden akquirieren, aber dann ist man auch noch sehr, sehr viel beschäftigt mit Verwaltung und man muss seine Buchhaltung in Ordnung halten und solche Dinge. Und bei der Einkunftsart aus nicht selbstständiger Tätigkeit ist es am extremsten. Ja, das gilt für die allermeisten Menschen, die haben Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit, sind komplett im System und komplett im Hamsterrad. So, machen wir weiter mit den 7 Einkunftsarten. Jetzt ändert sich das, denn jetzt kommt die Einkunftsart Nummer 6 und das sind Einkünfte, wieder Punkt, 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 aus Kapitalvermögen. Und nehmen wir direkt noch die nächste dieser Einkunftsarten. 5 ist also aus Kapitalvermögen, 6 ist aus Vermietung und Verpachtung. So, damit haben wir den Kontrast, denn das sind passive Einkunftsarten. Und das gilt für die Nummer 5, Einkünfte aus Kapitalvermögen und 6. Ja, 7 ist sonstige Einkünfte, das sind irgendwie besondere Anlässe. Und das können wir nicht in diese Kategorisierung hier mit aufnehmen, vor allem, weil es hier einige Unterpunkte noch gibt. Wir schauen uns das gleich noch etwas genauer an. Das ist der entscheidende Unterschied. Aktive Einkunftsarten 1 bis 4, passive Einkunftsarten 5 bis 6. Aus Kapitalvermögen bedeutet, dass man Zinsen bekommt oder Dividenden und dafür im Prinzip nichts tun muss, sondern nur haben muss, nämlich Kapital. Und Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung bedeutet, dass man Immobilieneigentum hat, das aber fremd vermietet ist, sodass dort Einkünfte aus Vermietung, also Mieteinnahmen kommen. Was nicht heißt, dass man dafür nichts tun muss. Man muss sich schon auch um die Immobilien kümmern und man muss die Sachen in Ordnung halten und so weiter und so weiter. Also es ist nicht hundertprozentig passiv, aber es ist nicht zu vergleichen mit den Einkunftsarten 1 bis 4. Ja, Mieteinnahmen sind in der Regel pünktlich zum Anfang des Monats da. Ja, das ist das, was die Mieter dann auch immer zuallererst zahlen und worauf sie achten. Und sie zahlen es am Anfang des Monats und nicht am Ende des Monats, ist also eine relativ, ich betone relativ, sichere Einkunftsart und zwar eine passive, im Wesentlichen eine passive. So, jetzt kommt noch 7, das sind sonstige Einkünfte. Der sogenannte Staat in seiner unendlichen Gier geht auch an besondere Fälle und besteuert auch die, zum Beispiel Weihnachtszuwendungen. Unterliegende Einkommensteuer. Hier gibt es Freigrenzen, ja, ich weiß. Schauen wir uns jetzt nicht an. Hier geht es jetzt zunächst mal um die Grundstruktur. Gratifikationen, dann Erfindervergütung, Abfindungen, auch hier geht der Staat ran, der sogenannte. Ja, auch hier gibt es Freigrenzen, ja, aber grundsätzlich ist das einkommensteuerpflichtig. Jubiläumsgeschenke und Geldwerte
Vorteile. Wenn man also teilweise in Sachwerten entlohnt wird und dafür die Geldausgabe spart, dann nennt man das einen Geldwertenvorteil. Und auch das unterliegt grundsätzlich der Einkommensteuer. Wie gesagt, hier kann man ein Fass aufmachen und sich die Freibeträge und die Ausnahmen und sonst was alles anschauen. Das ist nicht Sinn der Veranstaltung, das ist auch nicht Sinn dessen, was laut Rahmenstoffplan zu vermitteln ist. So, wir haben hiermit also die wichtige Grundstruktur für die Einkommensteuer aufgezeigt und wir haben auch etwas Wesentliches verstanden, auch für die Praxis. Man muss aus diesen Einkunftsarten 1 bis 4 raus. Oder man organisiert ein Gewerbe so, dass es ohne einen selber funktioniert. Das ist auch noch okay. Das ist der Ausstieg aus dem Hamsterrad. Der ist hier auch noch möglich auf diesem Weg. Aber im Wesentlichen sollte man erstmal diesen grundsätzlichen Unterschied verstanden haben und dann sehen, dass man passives Einkommen aufbaut. Alles Gute, Marius Ebert.